Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic, kommentiert von Ramsky Rata und Matt from X. Gerne. Lang ist's her, seitdem ihr die letzte Folge gesehen habt und sogar noch länger, seitdem wir es letztes Mal aufgenommen haben. Halbes Jahr, ungefähr. Ja. Und ja, weiter geht's. Aber wie ihr seht ihr nichts, nur ein Ladebildschirm. Das ist, weil wir eine Überraschung für euch haben. Eine, die euch hoffentlich sehr gefallen wird. Aber bevor die jetzt groß vom Stapel gelassen wird, hat der Max eine kleine Überraschung für euch. Ganz genau, denn für die kleineren oder größeren Fans auch, die sich noch an Ramsky Ratas Let's Play von Knights of the Old Republic 2 erinnern, es war eigentlich ursprünglich geplant, dass der liebe Ram eine kleine Mod von mir benutzt. Und diese Mod ist jetzt für euch freigegeben worden, sprich ihr könnt die euch downloaden und ich denke mal, der liebe Ram wird einfach auch mal einen Download-Link in seine Beschreibung packen und dort könnt ihr euch das dann einfach runterladen. Klar, vorausgesetzt du gibst den mir. Natürlich. So, aber jetzt zu der kleinen Überraschung im Spiel. Wir haben ja gesagt, wir wollen euch verschiedene Sachen zeigen. Und das letzte Mal waren wir im Sith-Raum unterwegs und dieses Mal beginnen wir was ganz Neues. Start. Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. So, jetzt können wir erst einmal hier unsere Dialogpunkte auswählen. Ja, ich habe tatsächlich einen neuen Charakter für euch angefangen. Und wir machen die Geschichte des Jedi Ritters, ne, Max? Genau, das Jedi-Ritters. Heißt der so? Heißt der nicht Hüter? Nee, das kommt später. Noch bist du ein ganz normaler Jedi-Ritter. Genau, also die Geschichte machen wir. Und ja, wir sind auf Tython gerade angekommen. Und wir sind schon ob unserer Kampffähigkeiten berühmt. Ja, ich hatte gute Lehre. Es ist leicht, über sich hinauszuwachsen, wenn man von den Besten trainiert wird. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Fangen wir an. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment. Ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Und wenn schon, es gibt Ärger. Irrtum oder nicht, dieser Padawan wird angegriffen. Sie sind noch nie so nah herangekommen. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Oh, danke, es ist mir eine Ehre zu helfen. Zeigt mir nur den Weg. Um den Rest kümmere ich mich. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. So, erstmal können wir uns frei bewegen. Ja, wen habe ich hier erstellt? Er heißt Ayan. Einige von euch kennen das Wort vielleicht sogar. Es ist ein mandalorianisches Wort und bedeutet bittersüß, aber gleichzeitig viel mehr als das. Es ist eine Bedeutung eines Geisteszustands, in dem man gleichzeitig glücklich ist und im Kreis seiner Familie und Freunde, aber gleichzeitig in trauriger Erinnerung an verstorbene Angehörige schwelgt. Also es ist bittersüß, trifft es nicht annähernd. Es wird auch noch ein bisschen anders geschrieben eigentlich, und zwar ist zwischen dem Y und dem H noch ein kleiner Strich, aber damit wollte der Name nicht sich eintragen lassen, deswegen habe ich den Strich weggelassen. Und ja, es mag jetzt komisch vorkommen, einen Jedi einen mandalorianischen Namen zu geben. Ist es auch. Aber ich sag euch was, Leute. Ich persönlich verkörpere ja die mandalorianische Idee des
Wehrhaft Seins und des auf sich selbst gestellt Seins und Klarkommens und gleichzeitig aber die moralischen, viele der moralischen Grundsätze eines Jedi. Außerdem gab es auch in der Geschichte mindestens einen extrem coolen mandalorianischen Jedi. Mhm. Und das ist Badan Yusik. Und ich habe mich versucht, auch ein bisschen mit dem Aussehen von Ayan hier an Badan Yusik zu halten. Ist mir nicht ganz gelungen, aber um halt diese Idee versuche ich halt ein bisschen damit rüberzubringen. Ja, meinst du, Max, ich soll noch ein bisschen was über Yusik erzählen oder ist das eher uninteressant? Ja, nein, ach, erzähl mal ruhig. Ist doch auch ganz interessant, mal so ein paar Nebensachen zu erfahren. Na gut. Besonders über Mandalorianer. Dann werden wir jetzt erstmal uns auf den Weg machen und uns zu unserer Aufgabe begeben und auf dem Weg kann ich ja mal ein bisschen was erzählen. Genau. Badan Yusik war ein Mandalorianer, der zur Zeit des Klonkriege tatsächlich jemanden kennengelernt hat, der hieß Kals Girata. Und Kals Girata kennt sich wahrscheinlich schon wieder mehr von euch. Genau, ein mandalorianischer Klontruppenausbilder. Und Yusik hat mehr oder weniger die mandalorianische Idee umarmt und ist Mandalorianer geworden, ohne aber seine Jedi-Ideale aufzugeben. Und er war auch einer, der die Macht so eingesetzt hat, wie ich das machen würde, wenn ich die Macht hätte. Nämlich sehr zurückhaltend und nicht zum eigenen Vorteil und auch nicht um andere Leute ihren Geist zu beeinflussen und sowas. Ja, soviel zu Badan Yusik. Vielleicht erzählen wir später noch ein bisschen mehr drüber. Ach ja, und natürlich noch eine Sache. Mandalorianer in grüner Rüstung mit Robe, mit Jedi-Robe, Adaption und Jedi-Mantel und Lichtschwert. Und das sieht einfach mal so hammermäßig aus. Ah, erzählen wir lieber nicht drüber, sonst komme ich ins Schwärmen. So, jetzt haben wir aber hier noch was anderes, und zwar eine Person... Nee, sag mal... Ich bin hier. Ist das? Genau, stehe direkt vor. Genau, ich habe Max seinen, oder ihren Avatar, nein, Max seine Avatarin, so rum, bisher noch nicht gesehen. Wow, du kannst einen Gleiter aus deinem Rücken vorschießen, wenn du dich vorbeugst. Ja, wenn ich mich bücke, geht das irgendwie komischerweise. Jedenfalls, ja, Zitani, heißt das so richtig? Ja, Zitani, ja. Und Max ist ein Kether heute. Oder eine Ketherin, besser gesagt. Mhm. Du siehst, hey, sie sieht richtig gut aus. Ja, hab mir auch Mühe gegeben ein bisschen. Ich stehe jetzt nicht so auf Fell, aber das sieht gut aus. Ja. Na gut, und wir haben, Max spielt eine Jedi-Botschafterin und ich einen Jedi-Hüter. Also Ritter. Mhm. Und wir werden unsere Abenteuer von hier an gemeinsam bestreiten. Zwei neue Charaktere. Genau. Ein neues Abenteuer. Aber ich lade dich vorher nochmal in eine Gruppe ein, ne? Damit wir uns nicht verlieren. Ja, das wollte ich auch noch machen. So, annehmen. Was wollen wir noch erzählen? Ach, eine kleine Sache noch, bevor wir jetzt ins Abenteuer stürzen. Uns ist in den letzten drei Folgen aufgefallen, zum einen, man hat Max extrem schnaufen gehört. Ständige Mikrofonpuster und das war extrem nervig. Ist uns aber leider nicht aufgefallen. Und da wir drei Folgen hintereinander aufnehmen oder aufgenommen haben, da konnten wir es dann auch in den nachfolgenden Folgen noch natürlich nicht ändern, weil die schon aufgenommen waren. Aber jetzt sollte das Problem gelöst sein. Schnauf mal. Reicht. Du musst kein Marathon laufen. Du stehst nur auf einem Gleiter. Wie gesagt, man hört es nicht mehr im Mikrofon pustig schnaufen. Und die andere Sache, die uns aufgefallen war, wenn wir zu lange aufgenommen haben, ohne Unterbrechung, dann hat man Max versetzt gehört. Und das hat sich dann so angehört, als hätte ich ihm ständig ins Wort geredet, was ich in Realität aber nicht gemacht habe. Man hat ihn halt nur versetzt gehört. Das Problem lässt sich dadurch lösen, dass wir öfters mal eine Synchronitätssicherung, so wie die hier, machen. Und ja, das löst das Problem. Also wenn ihr ab und zu mal so einen Schnitt seht, dann wisst ihr warum. So, aber jetzt wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Erinnerung, mechanisierte zum Trainingsgelände. Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ja, der Taxi-Droide hat mir erstmal ins Wort geredet. Ich grüße. Und wir fahren zum Trainingsgelände. Wir fliegen zum Trainingsgelände. Passen Sie auf sich auf. Oh, du drängst wieder vor. Aber die Gelegenheit ist natürlich gut, mal ein bisschen sich Tython anzugucken und die einzigartige Flora und Fauna von Tython.
Genau, und vor allem ist das ja auch ein sehr, sehr wichtiger Ort für die Jedi. Ja. Denn für die, die es vielleicht nicht wissen, Typhon gilt als Geburtsort des Jedi-Ordens. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so viel drüber, aber ich denke mal, im Laufe unserer Anwesenheit hier werden wir auch einiges noch herausfinden. Von daher... Na gut. Dann lass uns ins... Ist der süß? Dann lass uns ins Getümmel stürzen. Ja. Hier gibt's gleich eine Aufgabe. Ja. Allerdings redet der mit dem kleinen süßen Viech gerade, mit dem macht uns aber nichts aus. Kommst du mit ins Gespräch? Ja, bin da. Padawan, komm zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Deswegen bin ich hier. Retabuela hat mich hergeschickt, um bei den Fleischräubern zu helfen. Ich bin kampferfahren und bereit. Dann ist die Macht mit uns. Nur wenige der Padawane hier können das von sich sagen. Die Fleischräuber sind organisiert und kampfbereit in das Trainingsgelände eingedrungen und haben versucht, einzelne Gruppen von Padawanen von den anderen zu trennen. In den Hügeln ist eine Gruppe von Schülern, deren Spur wir verloren haben. Sie hatten noch kein Kampftraining. Ich kümmere mich drum. Sag mir nur, was ich tun soll. Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe hier einen Sender. Wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Okay. In dem Fall haben wir unsere erste große Aufgabe. Allerdings erkunden wir noch ein bisschen. Moment, ich muss kurz mal die Mii-Map rauszoomen, damit man da auch mal ein bisschen was erkennt. Na gut. Handel treiben bringt uns noch nicht. Sag mal, ist das dein Viech? Ja, das ist mein kleines Tauntaulen-Junges. Oh, süß. So, ich mach mal kurz mein Rennen an, dann bin ich schneller unterwegs. Und irgendwann muss ich auch noch dran denken, meinen neuen Charakter in mein Vermächtnis einzupflegen. Aber bevor wir das machen, wollen wir euch erstmal ein bisschen Action hier liefern. Und es ist tatsächlich lange her, dass ich hier war. Ich kenne mich kaum noch aus. Erstmal gucken wir, was wir so für Post haben. Feuerwerk zum ersten Jahrestag. Danke. Jahrestagsbelohnung erhalten. Danke. Oi. Hier gibt's aber ganz viel Zeugs. Kleinen Astromech-Droiden, an den kann ich mich nämlich noch erinnern. So, jetzt haben wir hier ganz viel Zeugs. Womit wir noch nichts anfangen können. Aber das ist okay. Denn wir haben Wichtigeres zu tun, als uns mit unserem Inventar zu beschäftigen. Genau, wir müssen Padawane und Schüler retten. Oh, hier sind sie schon ordentlich am Fleischräuber metzeln, aber sie... Was? Ich mag Javas. Ich auch, aber wieso fliegt er? Das ist der Party-Java. Kennst du den noch nicht? Nein! Ah, der passt auch gerade gar nicht. Ja, außerdem sollen wir nicht Padawane metzeln, sondern Padawane befreien. Ja, klar. Und zwar vor der bösen Fleischräuber-Bedrohung. Ach ja, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, das ist das allererste Mal, dass ich überhaupt einen Jedi Ritter spiele. Und dementsprechend ist das alles neu für mich. Ich habe keine Ahnung vom Kampfsystem. Ich habe noch weniger Ahnung von der Story. Wow, der ist aber ordentlich hier bei der Sache. Hier sind sie schon wieder. Nanu, ich krieg gerade einen Comlink-Anruf rein. Dann nimm den mal an. Gut, ihr seid unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich halte die Stellung. Ich werde den Feind zurückdrängen, was es auch kostet. Naja. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Okay.
Ich werde diesen Tunnel finden und versiegeln. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. Danke. Okay, dann haben wir tatsächlich jetzt wieder viel zu tun. Wir müssen erstmal den Tunnel finden, aber auch die eingeschlossenen Padawane befreien. Ein toter... So, mein kleines Tauntaun, hier ist es nicht mehr sicher für dich. Ein toter Padawan liegt im Käfig. Die Verletzung, bla bla bla. In der Gegend können es noch mehr Käfige von Fleischräubern geben. Okay. Du meintest gerade, für deinen Tauntaun ist es nicht mehr sicher. Können die sterben? Nein, das nicht. Aber ich sehe nicht ein, warum ich mein armes kleines Tauntaun hier durch die Gefahr ziehen soll. Warte mal, komm mal zurück. Weil ich habe ja auch noch eine... Huch, was ist denn jetzt los? Ich bin nur gerade unter Attack, aber das hatte ich nicht zu kümmern. Nee, ich helfe dir. Weil ich muss ja auch noch eine Klassenstory hier machen. Genau, magst du uns kurz erzählen, was deine Klassenstory ist? Jo, kann ich machen. Also ich bin genauso wie du ganz frisch auf Typhon angekommen. Und meine Aufgabe ist es, verlorene Aufzeichnungen hier, die gerade durch die Fleischräuber bedroht werden, aufzunehmen und sie sozusagen die Medioren dann zu übergeben. Wie zum Beispiel sowas hier. Ah, okay. Ich sehe dich jetzt quasi nichts machen und kann da auch nicht wirklich teilhaben. Nee, das ist nur eine Cutscene jetzt für mich halt allein. Na gut, dann nutze ich die Gelegenheit mal, um weiter zu rennen. Und ich muss noch mein Interface tatsächlich anpassen. Oh, ich habe so viele Interfaces hier gespeichert und weiß nicht, welches das richtige ist. Ja, und du guckst dir natürlich deine Twi'lek-Tänzerin an, ne? Das ist klar. Ich muss mir irgendwie die Zeit vertreiben, ne? Na gut, dann werde ich bei der nächsten Sache mal nachgucken. Oh, da ist eine Kiste, die haben wir übersehen. Kisten sind im Spiel ja sehr selten. Das heißt, da muss man sich drauf stürzen. Und zwar sogar relativ gutes Zeugs drin. Ich drück mal mit Darf und da unten hier. Ja. Haben wir eigentlich schon erklärt, was Gio und Bedarf jeweils mit... Ich glaube ja. Also Bedarf ist halt... Aber kannst ja nochmal erklären. Na, Bedarf ist halt... Würfelt man immer darauf, wenn man das für seinen Charakter braucht. Also beziehungsweise, wie jetzt bei Rams Gerater, er bräuchte zum Beispiel Sachen mit Stärke und Ausdauer. Bedarf. Könnte er denn Bedarf machen, wenn die Sachen ja besser sind, als das, was er momentan hat, wie zum Beispiel hier? Genau. Und da ich keine Stärke oder sowas brauche, mache ich einfach Gier. Und das Bedarf geht nun mal vor Gier. Genau, mach du mal deine Cutscene und ich wieder meine Interface-Einstellung. Jo. Ja, Roadrunner Ram 1 ist geladen und ich habe wieder mein schönes, wohlvertrautes Interface. Aber das da oben sieht ein bisschen hässlich aus. Kann ich das noch ein bisschen... Ist egal. Braucht uns jetzt nicht zu kümmern. Wir haben was mit Padawan zu tun. Wir müssen immer Prioritäten setzen. Da sind Padawan am Abnippeln und gefangen und wir machen uns hier Sorgen über das Interface. Nee, so geht das nicht. Wir befreien die armen kleinen Padawans. Vorher müssen wir aber natürlich noch den Fleischräubern ein bisschen... Glückwunsch. Dankeschön. Du bist auch schon Level 2. Wie hast du das hier eigentlich schnell geschafft? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. So, da gibt es aber noch eine Tüte. Eine Wundertüte. Aber erst wollen wir noch ein paar Fleischräuber, die bewachen. Achso, ich muss ja erstmal den... Ja, ich kümmere mich um den Auto. Gut. Ups, hat geleckt. Oder wir sollten dran denken, die die Sicherung zu machen. Sicherung, ne? Okay, die Aufnahme läuft wieder. Ich würfel mal hier Bedarf. Weil Stärke drauf ist und ich brauche Stärke. Ich bin ja so ein Schwächling, deswegen brauche ich Stärke, die ein wenig... Deswegen brauche ich Stärke, Boni, aber ich bin eigentlich gar kein Schwächling. Aber er hier ist noch ein Schwächling. Auf Level 2 mit schlechter Ausrüstung, das ist noch Schwächling. Hast du die Sachen schon angezogen? Nö. Das mache ich irgendwann in einem Rutsch, wenn ich genug habe, wisst ihr? Okay. So, hier gibt es den nächsten Padawan, der befreit werden muss. Gut, 2 von 6. Hier sind schon wieder ein paar Leutchens. Mann, ey.
Aber die Fleischräuber sehen auch wirklich über die Maßen hässlich aus, oder? Ja. Sag mal, hier waren doch noch irgendwo... Uiuiui, ich habe hier schon wieder angegriffen. Wollen wir erstmal deine nächste Aufgabe machen und während du da deine Cutscene hast, überlegen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Genau, können wir machen. Ach, ich mache noch nebenbei, obwohl das können wir immer noch machen, wenn wir mal ein bisschen mehr genug Zeit haben. Ich gehe mal schon ein bisschen weiter vor und kümmere mich noch um die Fleischräuber. Zumindest über ihre Gefängnisse versuche ich. Ups. Ah, ich stecke hier unten ganz schön ein. 4 auf einmal ist dann doch nicht so viel für... Die Hilfe naht. Dankeschön, sehr nett von dir. So. Ah ja, da ist ein weiterer Käfig. Gut. Lass uns mal einen Blick auf die Map werfen. Denn wir müssen die vermissten Schüler finden. Der Weg führt einen irgendwie da hoch. Ah, da ist noch ein Käfig. So, wunderbar. Genau, wir müssen hier den Fluss entlang. Den Fluss, meinst du? Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja, das kenne ich noch. Ah, ich find Tython so wunderschön, ey. Erinnert so ein bisschen, finde ich, an Dantooine teilweise. Ja, ja, tatsächlich auch. So. Es ist überhaupt nicht vom Aussehen her, aber es hat dieses Flair. Ja, genau. Und Dantooine ist ja auch einer meiner Lieblingsplaneten. Ich mag einfach diese unglaublichen Weiten. Diese leichten Flussläufe, die Graslandschaften. Und Typhon verkörpert diese Wildnis auch zu einem gewissen Teil. Oh, hier ist eine Manka-Katze. Miau! Armes Katzenpflicht. Na gut, oh, das sieht so schön aus hier. Na, wir haben eine Aufgabe, wir müssen Padawan befreien. Wow! Ja, sag mal, gibt's noch irgendwas, was wir auf dem Weg erzählen können, was von Interesse wäre für die Menschen? Vielleicht ein Unterschied zwischen Jedi-Ritter und Jedi-Botschafter? Das stimmt, das ist wichtig, erklär mal. Du kannst es besser als ich. Ihr habt ja bei der Cutscene von Rimskirata da schon gehört, der Jedi-Ritter ist sehr geschickt im Kampf. Das ist beim Jedi-Botschafter nun nicht unbedingt der Fall. Meine Aufgabe ist es mehr, mich... ich sag mal, mit dem Mysterium der Macht zu befassen und dementsprechend sind auch meine Machtkräfte eher ausgebaut. Allerdings ist der Jedi-Ritter einfach der viel bessere Nahkämpfer. Sprich, wenn wir beide jetzt gegeneinander kämpfen würden in einem Trainingskampf, würdest du mich wahrscheinlich ordentlich besiegen. So, ach ja, eine Sache bitte ich euch noch. Liebe Leute... Obwohl, das hat keinen Sinn. Ich war jetzt kurz davor, euch zu bitten, tatsächlich mal in die Kommentare zu schreiben, wie das Soundbalancing ist. Aber da wir eh immer so viele Folgen hintereinander aufnehmen, macht das nicht wirklich Sinn, das jetzt zu fragen. Naja gut, dann wissen wir es aber vielleicht für die nächste Aufnahmesession, oder? Also na gut. Wäre schön, wenn ihr mal drunter schreiben würdet, wie ihr das Balancing so findet. Also die Balance zwischen Max, seiner Sprache, meiner Sprache und dem Ingame-Sound, zwischen den Kämpfen und den Gesprächen. Also bitte, bitte, bitte schreibt das mal rein. Ich belohne euch auch jetzt schon mal vorher mit diesem schönen Regenbogen als Anblick. Sag mal, können wir da noch irgendwo lang? Das sieht da interessant aus. Max? Gibt's da hinten, hinter dem Regenbogen noch irgendwas Interessantes? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist eine Erschöpfungszone. Also wir können ja nicht überall hinlaufen. Ja. Ich gehe jetzt da einfach mal lang. Okay, ich werde schon mal den Weg zu den Padawan fortsetzen. Und du berichtest dann von deinen Erfahrungen. Genau. Ja doch, oh 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 oh. Ja, ja. Ah, ich habe sie gefunden. Warte auf mich. Ja klar, warte ich auf dich. Ich bin doch ein netter Mensch. So, Sicherung beendet. Spiel läuft wieder. Ah, wir warten mal noch auf den Max. Mal schön hier hinsetzen ins Gebüsch, damit er uns auch nicht gleich findet. Also Max, kleine Aufgabe, such mich. Hast du mich gesehen und auf der Map gesehen? Sowohl als auch. Manu. Wie geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen.
Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Hey, schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen. Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Kreaturen? Ich habe euch gesucht. Was ist hier passiert? Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns retten würden. Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört. Ich hatte noch nie so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jerridan wurde schwer verletzt. Okay, ihr habt es geschafft, einen zu töten. Naja, das ist jetzt keine so große Herausforderung. Ist ja in Ordnung, ist wichtiger. Euer Freund? Wie schwer ist er verletzt? Er hat große Schmerzen und sollte sich nicht bewegen. Es wäre falsch, wenn Jedi einen Kampf und Rache suchten, während jemand anderes leidet. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Ausbildung hin oder her. Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden. Sie hat doch recht. Jedi geben nicht auf. Oder? Sie liegt falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es reicht, Minaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um mal zu erzählen, welchen Weg wir verfolgen wollen. Den der hellen Seite oder den der dunklen Seite? Und, Max? Ich habe schon ausgewählt. Ihr beschreitet einen gefährlichen Pfad. Ihr und eure Freunde müsst zum Lager zurück, solange ihr noch könnt. Aber wir stehen so kurz davor, die Prüfung zu beenden. Nein, das tun wir nicht. Wie ich sehe, habt ihr einen Signalsender. Gebt ihn uns, und sobald wir unsere Sachen zusammengesucht haben, geben wir das Signal zur Abholung. Na gut. Damit stimmen wir uns ja ohnehin überein. Helle Seite für Jedi passt. Genau. So. Zumal, man muss ja bedenken, die haben jetzt zu dritt gegen einen einzigen gekämpft, ne? Und einer wurde dabei auch noch schwer verletzt. Außerdem ist Rache nie gut. Rache nicht machen, nicht gut. So, aber wir sind jetzt, upsala, leider mitten in eine Fleischräuberbastion reingelatscht. Eigentlich kann ich von Glück sagen, den lieben Max auf meiner Seite zu haben. Der mir... Oh, das könnte ich gebrauchen. Oh, willst du, dass ich dir gebe? Ich habe aus Versehen jetzt auf Dings geklickt. Das würde ich dann... Wenn du mir sagst, wie ich dir was geben kann. Genau, da klick mal meine Figur an. Und dann siehst du ja so ein Charakterprofil von mir, ne, dieses Bild. Ja. Da rechtsklick und dann hast du Handeln. Das geht nicht, kann ich erst ab Stufe 10. Was? Wie? Ich bin nicht Abonnent. Ich kann das auch nicht machen, aber wieso? Das verstehe ich gar nicht jetzt. Na gut, dann finden wir, wenn wir das nächste Mal eine Truhe finden, mache ich es einfach rein und dann kannst du es dir holen. Ja, oder war jetzt einfach, ist auch in Ordnung. So, aber wir müssen immer noch die Höhle finden, durch die die Fleischräuber reinkommen, und Max muss, glaube ich, noch ein Hologramm finden, oder? Genau, ein Hologramm muss ich noch finden, und das liegt sogar auf dem gleichen Weg wie deine Höhle. Na super. Dann machen wir uns dahin auf den Weg. Wenn wir da fertig sind, dann können wir zurück zu dem Typen gehen, der die Padawane vermisst hat. Der hat irgendwas gerade unheilvoll gegrollt. Warst du das? Das sind die Manka-Katzen da, die sehr hungrig sind. Hast du schon gefrühstückt? Ich ja, vielleicht, aber die Katzen nicht. Gut, mein Magen war es nicht. Na gut. Während Max da gerade mal ihre Aufgabe macht, kann ich schon mal hier ein bisschen weiter erkunden. Keine Sorge, ich warte auf dich, aber... Muss ja auch nicht langweilig daneben rumstehen. Oh je, das war ein bisschen nah. Nee, geht noch. Gut. Auf geht's. Ab ins, in die Höhle. Er kommt schon raus, er ist fertig. Ein Sith als Jedi, das ist natürlich auch cool. Mhm. Ab rein ins Ungewisse. Ups. Ich mag diese grünen Leuchtdinger. So. Ist tatsächlich schon ein bisschen unheilsam. Kommt auch schon der erste Fernkampf-Fleischräuber.
Wir gucken mal, ob wir uns hier durchprügeln können. Durch die bösen Massen der Fleischräuber. Ja, es gibt auf Tython... Auf Tython mag ich eigentlich alle Bereiche wirklich gerne. Es gibt nur einen Bereich, der nicht so cool ist. Und das ist der Kernbereich der Fleischräuber. Max wird jetzt sicherlich wissen, was ich meine und warum ich das nicht so toll finde. Für den Rest von euch, der es noch nicht weiß, ihr werdet das dann schon sehen. Aber man verbringt auch nicht allzu lange Zeit da drin. Ein Glück, ja. Das mag den Bereich auch nicht. So. Hier sind wir jetzt allerdings nahezu durch. Noch zwei Fleischräuber. Bösewichter. Hat gerade kurz geleckt, das heißt, wenn wir hier das nächste Mal ein bisschen Land sehen und der, die Fleischräuber da unten dezimiert haben, werden wir wahrscheinlich mal eine Sicherung einlegen. Ich bin wirklich gespannt, ob das das Problem löst. In den Tests, die wir bisher, oder in der Beobachtung, die wir gemacht haben, ja. Praxis kann eigentlich noch oftmals anders aussehen. Wie jeder, der mit ein bisschen Lebenserfahrung weiß. Zumal mir auch aufgefallen ist irgendwie, weil ich höre ja deinen Spielsound über meine Kopfhörer auch noch mit. Und bei der Aufnahme ist mir aufgefallen, dass irgendwie das sozusagen widerhallt bei dir. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss und ihr seid schwach. Was denn hier los? Hört sofort auf. Wer ihr auch seid, tretet von diesem Padawan zurück. Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Gebt auf. Legt eure Waffen nieder. Ich möchte euch nichts tun. Der alte Orden ist tot. Lang lebe der neue Orden. Was ist das denn für ein Knallkopf? Ich kümmere mich um ihn und du um die Fleischräuber? Genau. Glückwunsch. Dankeschön. Knallkopf. Was hat denn Unnav Aharo zu sagen? Geht es euch gut? Was ist geschehen? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Er hat den Angriff auf das Trainingsgelände angeführt. Er nannte die Fleischräuber seine Soldaten. Ich habe den Rat gewarnt, dass diese Eingeborenen keine primitiven Tiere sind. Das ist der Beweis. Dieses Lichtschwert, es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Beeindruckend. Gib mir doch ein echtes Lichtschwert. Ich verdiene eine ordentliche Waffe. Und mein Gegner braucht seine nicht mehr. Diese Waffe kann uns dabei helfen, herauszufinden, wer dieser Mann war. Der Rat erhält sie. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Nicht schlecht. Das sollte sie erstmal fernhalten. Das war unglaublich. Ich sehe, warum ihr ein Jedi-Meister seid. Wenn man so alt wird wie ich, dann lernt man ein paar Tricks. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medi-Center bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Okay, ich sollte bleiben und helfen. Dieses Tal ist noch nicht sicher. Ich habe kein gutes Gefühl, dabei zu gehen. Wir haben Jedi-Ritter hier, die sich um die letzten Angreifer kümmern. Du wirst woanders gebraucht. Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Okay. Na gut.
Wir haben eine neue Aufgabe. Wir gehen zum Jedi-Tempel. Max? Aber erst vielleicht eine Sicherung, ne? Hatte ich doch vorhin erst gemacht. Achso, okay. Oder? Die Aufnahme läuft und wir sind mittlerweile auch ein bisschen weitergelaufen, um mal diesen kleinen Wortwitz zu bringen. Aber... Oh, sieht das hier schön aus. Lass uns wieder auf das Wichtige konzentrieren, und zwar auf die Schönheit der Natur. Ah, schön. Na gut, wir haben eine neue Aufgabe, wir müssen zum Jedi-Tempel. Allerdings erstmal müssen wir dem Ober-Jedi dort vorne berichten, dass wir Erfolg damit gehabt haben, die Schüler zu finden. Musst du hier noch irgendwas machen, Max? Nein, ich muss dann auch zum Jedi-Tempel. Na super. Ich finde tatsächlich, der Weg von hier aus zum Jedi-Tempel ist tatsächlich das Schönste, was man auf Typhon quasi sehen kann. Stimmt. Ah, generell, wie gesagt, ich finde Typhon eigentlich mittlerweile ganz schön gestaltet. War der mal anders? Nee, aber von der Farbe her, ich fand, es gab ein großes Farbupdate sozusagen fürs Spiel. Und davor sah das irgendwie ein bisschen, ja, naja, nicht so sehr schön aus, sagen wir es mal so. Wann war denn das? Och, das ist, glaube ich, schon ein Jahr oder so zurück. Okay, also mir ist, um ehrlich zu sein, kein Unterschied aufgefallen. Ja, mittlerweile sind die Farben halt viel kräftiger und wirken halt irgendwie ein bisschen natürlicher. Und vorher war das halt nicht so der Fall. Da hat es so ein, ja, ich sag mal, so einen leichten Stich in den Augen halt gehabt. Na gut. Also seht ihr jetzt die schöne Version, liebe Abonnenten und Zuschauer? Freut mich. So, aber wir müssen jetzt... Upsala. Ich hatte gedacht, du bist schon wieder in irgendwelche Kämpfe reingeraten, aus Versehen. Nee, nee. Ja, wir müssen jetzt noch berichten, dass wir Erfolg hatten, die Padawane zu retten. Dann machen wir noch ein paar Level-Ups wahrscheinlich. Und dann geht's zum Tempel. So ein Lichtschwert will ich. In grün! Dass die sich da echt nicht drum scheren, ob auf sie geschossen wird. Naja, Holo-Gespräch. Der Sender funktioniert und ein Gleiter ist unterwegs. Ihr konntet diesen Padawanen wirklich helfen. Dankeschön. Einer von ihnen wurde verletzt. Ihr müsst zusammen mit dem Evakuierungsteam einen Sanitäter schicken. Das ist die Standardprozedur. Sie sind in guten Händen. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Mhm. Ich danke euch. Möge die Macht mit euch sein. Okay. Wir haben Stiefel erhalten, die sogar recht schlecht sind. Gar nicht mal so schlecht sind. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier bei einem Ausbilder neue Fähigkeiten zu erlernen. Aber erstmal ziehen wir uns richtig an. So. Ja, die Stiefel hier sind besser. Die Stiefel hier sind genauso gut oder schlechter. Was haben wir noch? Höschen. Eine plus 4 Stärke Hose und eine minus 4 Stärke Hose. Nee. Und was haben wir hier? Ein Gewand, welches sogar noch besser aussieht als unser jetziges. Da sieht man den Unterschied. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind erstmal wieder gut gerüstet. Jetzt hier gibt es noch eben Händler, die wir behelligen können, um unser Zeugs loszuschlagen. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Den Schrott können wir verkaufen, den restlichen Zeugs auch. Titel der Erhabenen. Interessant. Viel Glück da draußen. So, hier sind wir sozusagen fertig, nicht wahr, Max? Ah, nein, nein, ja. nein, noch nicht. Ich muss ja noch zum Ausbilder. Ach so, genau. Ja. Haben wir bisher schon mal über Ausbilder geredet? Ich glaube noch nicht, nein. Dann würde ich sagen, mach was. Also mach du das mal, du bist da besser. In allem, was theoretische Spiegelung angeht. Ja, kurze Version, man kann mit diesen Ausbildern immer nach einem Level-Up vorzugsweise sprechen. Und diese Ausbilder gewähren einem neue Fähigkeiten. Früher war das so, man musste für diese neuen Fähigkeiten bezahlen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Man bekommt neue Fähigkeiten absolut gratis. Oh, das wusste ich gar nicht. Jo. Also ich war noch auf dem Stand, man muss die Fähigkeiten bezahlen. Genau, das war lange so. Das ist aber seit dem neuesten Add-on Shadow of Revan nicht mehr der Fall. Okay. Hat sich sonst noch irgendwas geändert? Erzähl mal. Es gibt auch die Talentbäume, die wir ab Level 10 bekommen, nicht mehr. Da gibt es eine neue Version, die nennt sich Disziplin. Okay. Das aber dazu, glaube ich, kommen wir dann später irgendwann mal. Das muss mir dann irgendwann nochmal beibringen. So. Jo. Hier gibt es noch einen neuen Gegnertyp, einen Fleischräuber-Schleicher. Wow.
War der eben schon da? Nee, die benutzen Tarnfeldgeneratoren mittlerweile. Mittlerweile? Naja, die sind ja Wegelagerer, also die warten, dass irgendwelche Jedi hier langlaufen und die dann einfach überfallen. Frechlinge. Na gut, aber bevor wir dann zum Tempel gehen, möchte ich noch eine Sache erledigen, und zwar das Vermächtnis noch aktualisieren. Ich habe jetzt einen neuen Charakter erstellt und der muss natürlich noch in mein Skirata-Vermächtnis einbezogen werden. So, hier gibt es erstmal noch ein paar Fleischräuber, die am Wegerand lagern. So, aber das machen wir mal an einem schöneren Ort, an einem, an dem wir nicht Gefahr laufen, direkt von Fleischräubern überfallen zu werden. Wolltest du das schon hier machen oder dann erst in der Sicherheit des Jedi-Tempels? Nicht in der Sicherheit des Jedi-Tempels, aber auf dem Gipfel. Okay. So, da gibt's wieder noch drei Fleischräuberse. Und wir haben eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Freut mich. Finde ich gut. Da gibt's noch zwei, die... Aber wir können natürlich nicht zulassen, dass hier hilflose kleine Padawansviechter von Fleischräubern befleischräubert werden. Deswegen wir davon sorgen müssen, dass der Weg sicher ist. So, dort oben gibt's auch noch zwei Bösewichter. So, perfekt. Und Max? Ja. Bevor wir uns jetzt über das Vermächtnis unterhalten, magst du erklären, was das ist? Ach, ja, wie fasse ich das am besten zusammen? Vermächtnis ist eigentlich sozusagen der eigene Familienstammbaum. Und in diesem Familienstammbaum kann man halt angeben, was weiß ich, was der eine Charakter für einen Familienbezug zu einem anderen aus eurem Spielstand hat. Und ihr könnt auch mit dem Vermächtnis gewisse Boni kaufen, wie zum Beispiel Erfahrungsschub für euren Charakter oder auch die Raketenschubstiefel. Sind sie hier? Genau. Kann man unter anderem auch für sein ganzes Vermächtnis freischalten, sprich jeder, den man in sein Vermächtnis einreiht, bekommt halt diese Stiefel. So habe ich das auch. Deswegen habe ich die jetzt auch schon. Allerdings habe ich nicht viel mehr. Ich glaube, ich kann nicht mal... Ups, ich glaube, ich kann nicht mal universal meine Kleidung anpassen. Nee. Und was noch ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass wenn ihr zum Beispiel Kapitel 3 eurer Klassenstory abgeschlossen habt, mit zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Rem schließt mit seinem Jedi-Ritter Kapitel 3 seiner Klasse ab, kann er auf einem anderen Charakter eine Fähigkeit des Jedi-Ritters ausführen. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist eine vererbbare Fähigkeit in deinem Vermächtnis. Cool. Aber bevor wir jetzt da runtergehen, das hier ist der... Obwohl, einen kleinen Blick auf den Jedi-Tempel können wir noch freigeben. Das hier ist der schöne Punkt, an dem ich mit euch mal ins Vermächtnis blicken wollte. Das ist mein Vermächtnis. Moment, das nicht. Das ist mein Vermächtnis. Eine sehr, sehr lange Kette aus Jane Ika, Roadrunner Rem, La Sila und Joro. Man sieht, Roadrunner Rem und La Sila bilden ein Ehepaar. Was heißt das hier? Ich glaube, das heißt... Ja, als Bruder und Schwester. Jang Ika ist tatsächlich ein Schmuggler und ein Bruder von Roadrunner Rem. Und Joro, mein Sith-Krieger, ist verbündet. Ja, verbündet mit La Sila, meiner Jedi-Botschafterin. Macht das Sinn, Max? Kann schon hinhauen, ja. Jetzt ist die Frage, wie passen wir da Ayan ein? Tja, hast du eine Idee, Max? Vielleicht irgendwie noch als weiteren Verbündeten? Aber die Kette so unglaublich lang. Oder irgendwie als Sohnen unterbringen? Na gut, aber die leben doch alle zur selben Zeit. Naja, ich habe das bei meinem Vermächtnis ja auch so. Also ich habe teilweise schon einen Charakter als Großvater und dann halt ein paar andere dann als Enkelkinder schon mittlerweile. Na gut.
ich werde ihn erstmal, bevor ich mir da noch bessere Gedanken zu mache, als Verbündeten von dem Schmuggler Jane Ika unterbringen. Und ich mag den Platz, den du hier dir oben ausgesucht hast, unglaublich gerne. Ja. Zumal wir auch irgendwann mal die erste Folge beenden sollten. Huch. Ja, dasselbe ist mir auch übrigens in den Sinn gekommen. Und deswegen dachte ich auch, dass ich mich hier dir oben dazu geselle. Mit wunderbarer Aussicht auf den Jedi-Tempel. Wir sollten uns noch hinsetzen. Ja, dann setze ich mich mal hier hin. Ach ja. Zwei Freunde auf dem Weg zum Jedi und zum Jedi-Tempel. Ganz genau. Damit sagen wir mal vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars The Old Republic, kommentiert von Rems Girata und Matt from X. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Und bis dann.